Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Tutorials Refuse More. Heute zu einem weiteren GTA 4 Tutorial. Gewünscht wurde von euch ja, dass ich euch zeige, wie man Waffen in GTA 4 setzt. Und zu diesem Anlass habe ich mir hier drei rausgesucht. Einmal die hier, einmal eine M16 und einmal so eine Pistole. Und im Endeffekt, das Ganze ist nicht wirklich schwer. Wenn ihr mehr oder andere Waffen haben wollt, geht ihr einfach auf gta4-mods.com. Legen es natürlich auch immer unten, wie immer unten in der Beschreibung. Und hier bei Weapons gibt es genug Waffen, die ihr euch runterladen könnt. Und wenn wir hier schauen, wir haben jetzt hier die ganzen drei Archive. Im Endeffekt, die große Kunst dahinter liegt nur, dass ihr euch Open 4 installiert. Diesen hier oder Spark 4. Ich nehme hier Open 4 in diesem Fall. Und die Modelle einfach ersetzt. Also dazu gehen wir hier in die Models, CD Images und da gibt es die Weapons.img. Und ja, was ihr eigentlich tun müsst, ist hier den Edit Mode anmachen. Das heißt, hier einmal draufklicken, auf ja, das Ganze nehmen, hier reinziehen. Dasselbe macht er mit der Waffe auch. Hier reinziehen. Und hier mit der AK auch. Oder mit dieser Ares, die der AK ersetzt. Also man sieht hier im Dateinamen, die ersetzt die AK, die hier ersetzt die Glock und die M4 logischerweise. In dem Fall ist halt die M16, dadurch die M4. Und das war es eigentlich auch schon. Dann klickt ihr hier bei File auf Rebuild, auf Ja. Dann rebuildet ihr das Ganze. Und wenn er fertig ist, können wir es auch zumachen. Das Einzige hier bei dieser Ares Shrike ist noch dabei, ein Soundmod. Werde ich noch ein eigenes Video zu machen demnächst, wie man den einfügt. Ansonsten hier wäre auch noch ein Textdokument drin, da steht das auch nochmal drin. Also falls ihr es nicht erwarten könnt. Gut, soviel dazu. Das war eigentlich schon die ganze Installation. Drin wäre natürlich noch Dateien, wo wir uns anschauen können, wie das Ding aussieht. Aber das werden wir uns gleich im Spiel sowieso ansehen. Ja, solltet ihr eine andere Waffe haben wollen, einfach hier umbenennen. Wenn ihr hier reinschaut, hier seht ihr die ganzen Dateinamen. Also zum Beispiel könnt ihr sie durch die MP5 ersetzen. Allerdings müsst ihr bedenken, der Sound ist dann von der Waffe, die ersetzt. Und wie sie schießt, wie viel Schaden sie macht, wie viel Schuss und so weiter, ist auch von der Waffe, die ersetzt. Das heißt, wenn ihr sagt, ich hätte es gerne in der M16 statt der MP5, dann schießt die ziemlich unlogisch im Gegensatz zur echten M16. Also das müsst ihr in dem Fall bedenken. Oder wenn ihr sie als Shotgun zum Beispiel, also als Shotgun ersetzt halt, dann wäre sie eine Schrotflinte und eben keine M16. Das müsst ihr dabei bedenken. Ansonsten könnt ihr ohne weiteres hier einfach das Ganze ersetzen, durch was ihr wollt. Allerdings natürlich der Dateiname muss hier einfach der richtige sein. Gut, dann war es eigentlich auch schon mit der Installation. Wie gesagt, ihr könnt da alle Waffen setzen im Spiel, ist überhaupt kein Thema. Und jetzt werden wir das Spiel starten und ich zeige euch im Spiel, dass es auch funktioniert. So Leute, ich befinde mich nun im Spiel natürlich, wie immer. Und ich habe jetzt hier absichtlich nicht den Nico bei mir genommen, weil ich bei mir das Modell ersetzt, das Spielmodell ersetzt habe. Habe, wie ihr wisst, aus dem letzten Tutorial. Und das Problem daran ist, dass die Lara Croft leider die Waffe falsch in der Hand hält. Hier bei dem Brucey funktioniert es ganz gut. Wir mal hier ein paar Leute rausschießen. Headshot. Ja, wie ihr seht, funktioniert das ganz gut hier. Ein paar Leute umbringen. Ja, das ist auch hier diese Waffe, die wir statt der AK ersetzt haben. Die Pistole gibt es natürlich auch. Wie gesagt, soundmäßig und ja, schadensmäßig könnte man sagen, ist sie ja ident mit der im Original. Sie sieht einfach nur anders aus. Genauso hier. Ne, das war's nicht. Genauso mit der Waffe hier. Außerdem tut sie ja ganz gut. Das Problem ist halt, unten wird es aussehen, als hätte sie jede Menge Magazin. Das Problem ist, sie ist trotzdem nur auf 30 beschränkt, weil einfach die Waffe ja nur 30 hat. 30 Schuss original. Wenn wir unter Weapons gehen, im Simple Native Trainer können wir natürlich alle anderen auch spawnen. Das heißt, wenn wir hier die M4 nehmen, haben wir die M16. Und die sieht auch nicht schlecht aus. Also wenn wir hier schauen mit einem Visier, das wir natürlich logischerweise nicht verwenden können. Wie denn auch. Ja, ansonsten ganz nett auf jeden Fall. Wie gesagt, es kann sein, dass es mit Custom-Modellen, die ihr so eingefügt habt, nicht funktioniert, dass ihr die Waffen nicht richtig in der Hand hält, aber das passiert euch mit dem Original dann eigentlich auch. Also wäre es egal.
Ansonsten, es ist nicht wirklich schwer, hier die Waffen zu ersetzen. Also es ist im Endeffekt nur die Dateien ersetzen, das war es eigentlich dann auch schon. Gut aussehen tun sie trotzdem. Und somit macht es auch jede Menge Spaß, hier zu spielen. Ansonsten war es das eigentlich. Ich werde mich jetzt noch ein paar weitere Leute umbringen, den glaube ich, habe ich schon länger nicht mehr gespielt, GTA. Und ansonsten danke ich erstmal fürs Zusehen und man sieht sich im nächsten Video dann. Ciao.